Aokiji, das letzte Mitglied der Blackbeard-Bande. Das Eis färbt sich blutrot. Und was zur Hölle hat Shanks damit zu tun? Das alles und noch viel mehr. Jetzt, let's go! Drop it! Zu all diesen Theorien über Aokiji und der Blackbeard-Allianz da draußen, muss ich sagen, halte ich für Quatsch. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Form für die Marine noch arbeitet. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt zu den Revolutionären angehört. Und ich glaube aber auch nicht, dass er wirklich böse ist. Für mich gibt es nur eine richtige Erklärung, und zwar diese. Nach den ganzen Ereignissen auf Marineford, ich meine, Aokiji wusste schon immer, dass Akaino eher so the bad guy ist. Aber dass er selbst einen seiner eigenen Männer umbringen würde, so eiskalt, das hat selbst Aokiji nicht gedacht. Und dann zu allem Überfluss noch, rettet ein böser Pirat den Marinetypen, also in diesem Fall eben dein Corby. Dadurch war Aokiji etwas verwirrt, wer war denn jetzt eigentlich wirklich böse, wer war jetzt wirklich gut. Dann kam mir das Angebot, dass Aokiji der Fleet Admiral werden sollte. Doch Akaino hatte da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aokiji wollte natürlich nicht, dass Akaino so jemand, der seine eigenen Leute töten würde, der Chef der Marine wird. Also kam es eben zum 10-tägigen Kampf, den Aokiji leider Gottes verlor und er seinen Hut packte. Dadurch, dass er ganz verwirrt war, wusste er nicht genau, was jetzt eigentlich Sache ist. Daraufhin suchte er Shanks auf. Weil er einfach von Shanks wissen wollte, wieso er Corby gerettet hat. Sie kamen zum Gespräch, tranken was und Shanks erzählte ihm eben, dass er eben ergriffen war von dem Mut von Corby, dass er sich einfach Akaino entgegengesetzt hat und eben seinen Freund retten wollte. Deswegen wollte er Corby auch einfach nicht sterben sehen. So, sie reden dann eben weiter. Wer jetzt gut ist, wer jetzt böse ist, was ist mit den Piraten, was ist mit der Marine, was ist mit der Weltregierung, was passiert denn eigentlich so alles auf der Welt? Shanks klärt ihn über einige Sachen auf. Er erzählt ihm vielleicht nicht alles, aber er klärt ihn über einiges auf. Letzten Endes endet das Gespräch aber so, dass Shanks dann eben erwähnt, dass Blackbeard aber die größte Gefahr momentan darstellt. Ich meine, dass Shanks Blackbeard als Gefahr ansieht, hat man ja spätestens auf Whitebeards Schiff gesehen, wo er über Blackbeard redet, dass man ihn aufhalten müsse, über die Narbe, die Shanks am Auge hat, etc. pp. Jetzt weiter in dieses ganze Blackbeard-Ding auch Aokiji ein, der ja selber gesehen hat auf Marineford, was Blackbeard alles so machen kann. Ich meine, zwei Devil Fruits und sowas. Okay. Daraufhin kommt dann Aokiji auf eine Idee, und zwar, er könnte doch die Blackbeard-Piraten unterlaufen, so als nicht mehr Admiral, der sich getrennt hat, vielleicht jetzt auf die böse Seite der Macht wechselt. Shanks ist sich zuerst sicherlich nicht sicher, ob das nicht eher doch aufliegt, jedoch kann es halt eben keiner aus Shanks Bande machen, weil die halt allgemein hin bekannt sind. Gut. Um das Ganze vorzubereiten, hat sich Aokiji erstmal in die Unterwelt begeben, weil er hat erstmal einen Namen für sich gemacht, hat vielleicht so das ein oder andere böse gemacht, was man von ihm nicht erwartet hätte, um sich eben einen Namen zu machen, um sich den Respekt zu verschaffen. Ich schätze auch, dass Aokiji einfach viel mit Teufelsfrüchten gedealt hat, denn wie wir wissen, sucht Blackbeard starke Teufelsfrüchte, und ich schätze mal, dass es auch die ganzen Charaktere wissen. Weil wenn man schon zwei Teufelsfrüchte hat, wer sagt denn dann, dass einem überhaupt die Menge begrenzt ist, die man in sich aufnehmen kann? So, vielleicht haben sich Blackbeard und Aokiji irgendwann bei einem Deal getroffen, weil sie irgendeine Teufelsfrucht verkaufen und kaufen wollten. Blackbeard hat ja doch so manchmal so gewisse Ähnlichkeit mit Ruffy, und Ruffy fragt ja auch irgendwie jeden, hey, willst du nicht in meine Bande kommen? Und ich schätze mal, dass Blackbeard jemand so starkes wie Aokiji auch gefragt hat. Hey Aokiji, komm in meine Bande und wir erobern die Welt. Naja, das war natürlich Teil von Shanks und Aokijis Plan. Also hat sich Aokiji der Blackbeard-Bande als einer der 10 titanischen oder gigantischen Dämonen angeschlossen. Denn wie wir wissen, sind diese 10 Schiffe unter Blackbeard. Das heißt Blackbeard plus 10 Leute.
Wir kennen aber eigentlich im Grunde nur 9 Leute. Das heißt, es fehlt ein und dieser eine ist dann eben Aokiji. Und ich meine, dass jemand mit der Stärke von Aokiji direkt einfach mal Kapitän von einem seiner Schiffe wird, ist wohl klar. Ich glaube nicht, dass Aokiji jetzt irgendwie hier das Deck schrubbt, also ganz ehrlich. Und so ist jetzt auf jeden Fall der Plan momentan, dass die eben diese Allianz da geschlossen haben, dass sie jetzt erstmal momentan zusammenarbeiten, dass es sich der Bande angeschlossen hat. Wie fest es sich natürlich angeschlossen hat, ist jetzt eine Sache. Es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen wirklich Crewmitglied und ein bisschen Allianz. Was haben wir noch? Wohin das Ganze dann letzten Endes führen kann? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Aokiji sammelt irgendwann genug Informationen und schließt sich Shanks Bande an. Das glaube ich jetzt aber eher weniger. Möglichkeit Nummer 2. Er sammelt genug Informationen und macht dann wieder sein eigenes Ding. Das glaube ich auch nicht. Möglichkeit Nummer 3. Er sammelt eben genug Informationen und es kommt letzten Endes zu einem All-Out-Fight zwischen der Blackbeard-Piratenbande und der Shanks-Piratenbande plus Aokiji. Das könnte ganz gut möglich sein, muss ich sagen. Dann haben wir noch die andere Möglichkeit, dass Aokiji irgendwann auffliegt und er einfach nicht mehr rechtzeitig hinkommt und von Blackbeard getötet wird und seine Teufelsfrucht beraubt wird. Es wäre schade um den Charakter, aber es wäre storytechnisch gesehen markerschütternd und deswegen eigentlich eher gut. Auf jeden Fall ist das meine Meinung gestellt, dass Shanks und Aokiji, also Rot und Blau, momentan eine Allianz geschlossen haben und sich gegen Blackbeard auflehnen. Was sagt denn ihr zu dieser Theorie? Schreibt eure Meinung doch in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Theorie wieder. Und Elias Silver, ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet. Wenn auch ihr Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.